Hallo Freunde, herzlich willkommen zur 23. Folge von Mass Effect 3. Ich bin Tobi und ihr seid auf meinem Kanal Tobi seine LP gelandet und das finde ich richtig geil, weil momentan sind es noch nicht so viele. Deswegen, wenn du das Video anschaust, ja, bist du schon direkt ein persönlicher Freund von mir geworden. Das ist richtig klasse, oder? Ha? Was gibt's Besseres? Na, nix, ich weiß. Also, wir befinden uns an Bord der Normandy SR2. Wir kreisen gerade in einem Orbit um Tuchanka, die Heimatwelt der Kroganer, wo Erdnot Rex der Primarch ist, Patriarch, den können wir hier betrachten. Erdnot, mein Junge, wo bist du? Ne, der ist weggegangen, der stand. Ne, doch, da ist er doch, Erdnot. Mein Kumpel Erdnuss Rex, steht da, ja, ein Kroganer in vollem Blute. Der steht deswegen hier, weil im ersten Teil, da habe ich ihn nicht umgebracht. Es gibt die Möglichkeit, ihn auch sterben zu lassen. Man kann den Streit eskalieren lassen, aber so bin ich nicht. Und deswegen steht Erdnot hier. Geil, oder? Letzte Folge haben wir uns um das abgestürzte turianische Raumschiff in geheimer Mission auf Tuchanka gekümmert. Und bei den Jungs ist es so, die haben ein Bömpchen dort gefunden. Ja. Und es ist aber so, dass die Reaper da auch ihre Finger mit im Spiel hatten und Cerberus und alle brutal auf jeden Fall. Ja, haben wir jetzt rausgefunden, es gibt da dieses lecker Bömpchen und keine Ahnung, was es jetzt auf sich hat. Wollen die Tuchanka sprengen? Oder was möchten die damit machen? Ich kann es nicht sagen. Halt, hier wieder, ich mal wieder. Achtung. Hier. Und jetzt geht's hier raus. So, jetzt ist es so, auf Tuchanka, da gibt es noch weitere Missionen. Ihr seht hier mich beim Durchgehen durch meine Lieblingsschleuse, die liebe ich über alles. Hier geht's, Achtung. Also, die hat absolut recht. Könnte sein, dass wir jetzt auf dem Pad eine Nachricht haben, aber scheint mir nicht so, ja. Im Mass Effect 2, da haben wir ja ständig irgendwelche Nachrichten gehabt, also die ganze Zeit sozusagen. Haben die jetzt hier im dritten Teil doch stark reduziert. Und ja, jetzt, was machen wir jetzt? Stadtruinen, die Bombe finden, oder? Die Genophage heilen, aber ich würde sagen, dass wir die Bombe finden. Ja, genau, das machen wir jetzt nämlich. Wir nehmen wir mit, unser Team, das wird irgendwie momentan auch nicht größer. Das bleibt irgendwie immer gleich und ja, der Garrus hat sich eigentlich als gute Wahl erwiesen und der James ist auch geil und ich hatte wenigstens immer Liara Eddy dabei. Liara ist deswegen wichtig, weil die eben diese biotischen Fähigkeiten hat und die Gegner hochheben kann, das ist schon sehr fett. Das hat uns schon oft den Hintern gerettet. Genau. Was die Waffen betrifft, ja, ich mach's gute alte, der Klassiker. Da mache ich keine Spielchen. Jetzt Kyro-Munition, die könnten wir eigentlich mal nehmen. Was nehmen wir? Gruppe? Effektivität. Dauer des Froststatus um 40%. Alle Jungs bekommen das. Ich mache hier für das Team, opfere ich mich. Genau, Überlastung vorgeschaltet, genau. Und ja, also wie ihr seht, nach wie vor mache ich bei meinen Jungs, bei meinem Team hier immer automatischen Stufenanstieg. Normandy Shuttle, hier ist Lieutenant Victus von 9. Zug. Hören Sie mich? Oh, Victus. Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen kann. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Was heißt das, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Ah, ist ja geil. Ist ja geil. Leuchtet ein. Den Kroganern ist nicht zu trauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Ja, aber Cerberus kann nicht so doof sein, oder? Nee. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist.
Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Oh je, oh je, oh je. Scheiße. Ja, toll, mitten ins Kriegsgebiet. Bewegung, Leute! Deckung suchen! Köpfe runter! Auf jeden Fall schon mal sehr geil. Ich liebe das. Und go, Freunde, go. Wir stoßen hier auf schweren Widerstand. Eingang gesichtet. Wir sind unterwegs. Wir müssen weiter erfahren. Ja, Jungs, wir gehen ja weiter, wir gehen weiter. Keine Sorge. Und los, los, los. Läuft, läuft. Okay, weiter, weiter. Da hat's Munition. Oh, fuck. Na gut, passt schon. Und los. Also, das ist nach wie vor gut gemeint, aber schlecht umgesetzt, leider. Dass alles auf einer Taste liegt. Das muss nicht unbedingt sein. Shepard, wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, ja. Keep moving. Go, go, go. Verstanden. Kommen die jetzt oder was? Wo ist er? Ist der andere? Oh. Oh, cool. Jetzt gucken wir uns jetzt mal an, was das hier sein soll. Mantis. Okay. Incisor. Okay. Ist Kapazität wesentlich höher. Feuergeschwindigkeit viel höher. Ja, und da ist die, bei Mantis ist die Feuergeschwindigkeit halt brutal schlecht. Ja. Okay, wir lassen mal die Mantis, überlegen uns aber mal dann die Incisor da zu nehmen. Oh, fuck, fuck. Schalten Sie aus. Genau, muss ich immer ein bisschen was in der Hinterhand halt behalten. Aha. Oh fuck. Diese Schilde sind verdammt effektiv. Ja. Sind sie absolut. Oh, diese Schilde. Ach du Scheiße. Letzter Fall, unendlich. Na also, läuft doch, oder? Perfekt, würde ich sagen. Und der Nahkampf macht dann auch jetzt richtig Spaß. Das war in anderen Teilen ja nie der Fall gewesen. Aber in dem Teil hier absolut top. Wir besiegen die Kroganer und legen dann eine Bombe auf ihrem Planeten. Ganz schön extrem, aber es waren verzweifelte Zeiten. So viel durchzumachen und dann alles in einem gewaltigen Blitz zu verlieren. Das ist fürchterlich. Ja. Fürchterlich, aber... Was soll ich sagen, so war's jetzt halt. Okay, Leute, wir schleichen uns hier durch, wir pirschen uns... entlang und einmal Deckung nehmen, yeah, und drüber springen, genau. Nein, wir können nicht gleich drüber springen, weil das System ist so angelegt. Cerberus leistet Widerstand, aber der neunte Zug rückt vor, Commander. Gute Arbeit, Lieutenant. Das sind noch unsere Jungs davon, oder? Ja, der neunte Zug, beste Mann. Oh fuck, doch. Commander, wir liegen unter schwerem Mörserbeschuss. Hohe Verluste. Wir nehmen Alternativroute. Umrunden das Bombenareal. Verstanden. Okay, weiter geht's. Wir gehen weiter.
Immer schön hier entlang. Da können die jetzt bla bla machen, wie sie möchten. Wir gehen hier unseren Weg stur. Genau, klasse. Pistole, Zielfernrohr. Oh ja, Baby. Und ab geht's. Das ist doch unser Schiff da oben, oder? Das war doch unser Schiff. Ja, geil. Cerberus zieht ab. Ja. Das ist so das Beste, was wir tun können eigentlich. So, genau, und genau aus dem Grund nämlich, dass Lyra die aus ihrer Deckung hochheben kann, ja, haben wir die mitgenommen. Von der Rampe aus haben wir einen besseren Überblick. Einverstanden, dann los! Ja, und los geht's. Moment, jetzt juckt's mich nur an der Nase. Ah, wenn man sich kratzen kann, ist es so schön, gell? Unfassbar, dass das Ding so lange unentdeckt geblieben ist. Es war wohl weit genug unter der Erde. Cerberus musste es erst ausgraben. Hoffentlich weiß Victus, was er tut. Wir kriegen keine zweite Chance. Wir müssen weg, Shepard. Commander, wir sind am Bombenareal und gehen zur Kontrollstation. Verstanden, wir sind unterwegs. Ja. Ah, danke. Hier geht's weiter. Sehr gut, sehr gut. Also sowas ist auf jeden Fall immer echt hilfreich, wenn man dann sieht, in welche Richtung man gehen muss. Cerberus evakuiert. Der Weg zur Bombe müsste also frei sein. Das glaube ich. Ich vermute eher, dass sie schweres Geschütz aufhaben. Dann, ja. Absolut richtig und das ist auch genau meine Meinung. Ich glaube auch nicht, dass hier irgendjemand irgendwas räumt. Oje, oje, Feinden von hinten in den Rücken zu schießen. Ist absolut nicht die feine englische Art. Und zwar ganz und gar nicht. Erstmal gucken. Ah, top, top, top. Okay, passt. So, andere Knarre wieder zurück. Ah, haben wir das Gerät hier schon mal abgeknallt. Und das war wahrlich kein Fehler. Meine Freunde. Freunde des Science Fiction Cerberus Action. Wenn ihr mal ein geiles Science Fiction Action lesen wollt, mit nicht sonderlich viel Tiefgang, aber schon geil gemacht, dann lest Geary's Ehre. Steuerungspläne für automatische Geschütze helfen mir jetzt nicht, könnten ja später aber nützlich sein. Die verschollene Flotte. Cerberus hat einen Vorsprung. Wir sind nah dran, los! Genau. Mensch, wie heißt der Autor? Campbell, Campbell. Cerberus hat vor dem Auslöser eine Firewall aufgestellt, um uns zu bremsen. Ich muss eine Überbrückung herstellen. Das dauert eine Weile. Wie gesagt, kein Auslöser, keine Explosion. Sie können den Auslöser deaktivieren? Ja, die Tech ist alt. Ich weiß, was zu tun ist. Einen Moment noch, Commander. Jawohl, wir decken den Rücken. Wir sorgen dafür, dass Sie genug Zeit haben, Lieutenant. Selbstverständlich. Verstanden. Beginne mit Überbrückung. Und danke, dass Sie mir diese Chance verschafft haben. Ja klar. Sie sind hallo? Richtig, Soldat. Oh, fuck. Ah, okay. Die Turianer sind doch alle gleich aus. Commander! Konzentration auf die Bombe. Wir kümmern uns um Cerberus. Niemand kommt an uns vorbei. Klar? Klar! Ja, klar. Wir
kommt Verstärkung! Wo denn? Ich brauche mehr Zeit, Commander! Ey, Junge! Da kommen sie! Wer schießt mir auf die Pelzer? Shepard! Schalten Sie das Ding aus! Sofort! Wo ist es? War der Reaper. Reaper-Raketenwerfer. Server hat den Auslöser gehackt. Ach, sie wird detonieren. Entschärfen! Keine Zeit! Ich muss den Auslöser von der Bombe trennen. Jetzt! Brauch Deckung! Oh, jetzt kommt Victus. Ja. Scheiße, jetzt komm schon. Jetzt komm, mein trojanischer Ex-Freund. Oh, Junge. Jetzt mal ganz locker. Komm, das schaffst du. Sieg. Um jeden Preis. Oh, fuck! Ai. Victus. Also, ich sag mal so. Grunt, den hat's schon übel erwischt. Aber der konnte überleben. Aber bei Victus? Wie soll der überleben, bitte? Oh, fuck. Victus. Commander, ich empfange Funksprüche von den koganischen Truppen auf dem Planeten. Mhm. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück musste ich die Kroganer nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind Sie sicher rausgekommen? Es klang so, als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, fuck. Commander. Joker, aber er ist gestorben, wirklich. Also würdig. Mehr als würdig. Er hat nie gezögert. Was er vorher auch war. Dafür wird man sich an ihn erinnern. Ja, richtig. Was werden die Turianer davon halten, Garrus? Schwer zu sagen. Im Krieg werden Opfer erwartet. Er hat viel für uns getan, aber wir sind schwer zufriedenzustellen. Man lebt für die Sache. Gesellschaft und der Zug gehen vor. All das wird erwartet. Er hat getan, was er tun musste. Ja, das hat er.
Okay, Junge. Gute Arbeit auf Tuchanka, Commander. Die Entschärfung der Bombe hat einen turianisch-kroganischen Krieg verhindert. Wir können uns eine derartige Spaltung zurzeit nicht leisten. Joker meinte, die Kroganer stellen die Bombe sicher. Sie sind eingerückt und lehnen jede Hilfe von turianischen Bergungstrupps ab. Verständlich. Die Situation ist im Moment sehr anfällig. Mit Rex und dem Primarchen an Bord der Normandy sitzen sie auf einem Pulverfass. Das Bündnis zwischen den beiden ist nicht gefestigt. Bewahren Sie den Frieden, Commander. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Okay. Packet Ende. Na dann. Ein weiterer galaktischer Krieg mit den Kroganern ist unmöglich. War die Genophage nicht genug? Mussten sie auch noch eine Bombe legen? Die Entscheidung wurde vor Hunderten von Jahren gefällt. Es hat sich viel verändert. Nicht genug, um uns von der Bombe zu erzählen, Feigling. Hey! Oh je. Ach, ich muss... Oh, scheiße. Ey, weil das so winzig klein ist da unten, dass das Kreis hat da. Wir müssen weiter, waren sie ja beide unrecht. Die Reaper vernichten die Galaxie und Sie wollen sich wegen dieser Sache streiten? Mhm. Primarch, Sie hatten eine Bombe auf Tuchanka. Und Rex, Sie hätten anstelle der Turianer genau dasselbe gemacht. Shepard! Es ist vorbei. Sein eigener Sohn starb, als er es wieder gut machen wollte. Bitte, Commander. Es ist schon in Ordnung. Ja, gut, Shepard. Sie haben recht. Wir müssen uns auf stärkere Feinde vorbereiten. Na, geht doch, geht doch. Genau. Ich verstehe Ihre Vorbehalte, Commander. Aber hoffentlich verstehen Sie nun auch die Geheimhaltung. Mhm. Ja. Ich hasse Geheimnisse und Politiker, Primarch. Ihr Sohn starb, um das wieder gut zu machen. Ja. Sie haben recht, Commander. Es war ein Fehler, Ihnen nicht zu trauen. Ja, das würde ich auch mal sagen. Nicht. Absolut. Oh ja. Und jetzt lasst uns endlich die Reaper killen, Mann. Reißt euch zusammen, ihr Penner, und dann mein ab geht's. Sohn, er starb mit dem Respekt seiner Männer. Ja. Dafür möchte ich Ihnen danken. Ach. Sein Opfer wird in der Chronik des 9. Zuges aufgeführt werden. Ja, und darauf wäre jeder Vater stolz. Jawohl, Sir. Geil. Also, damit ist auch die Folge beendet. Ja. War wieder richtig cool, aber wir haben noch eine weitere Mission auf Tuchanka. Und auf die freue ich mich ganz besonders. Wir werden es vielleicht schaffen, die Genophage zu heilen. Und das sehen wir einfach in der nächsten Folge, was passiert, wie es passiert, ob es passiert oder ob die Reaper uns aufs Brot kacken. Nein, einen Strich durch die Rechnung machen, meine ich. Und deswegen schaltet wieder ein, ich würde mich freuen. Abonniert gern meinen Kanal, schaut euch alle Folgen an. Wäre cool, wenn ihr mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut und ciao.